Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Among Us. Heute hat jeder ein Perk, das heißt eine Eigenschaft. Sowohl Imposter als auch Crewmates. Was ganz Neues, lasst ein Like da, Abo, Abfahrt. Drunk, och nein, gebrochen. Ich bin so gebrochen. Wartet, oh nein. Yo, Sophia ist der Riese. Okay, passt auf, wir spielen was ganz Neues. Und zwar, wir spielen Perks. Wir spielen Perks. Das heißt, jeder in der Runde, jeder hat ein Perk. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Stück. Ihr werdet im Laufe des Videos wahrscheinlich alle kennen. Ich will jetzt nicht alle direkt erklären. Es gibt normale Rollen. Also ne, es gibt einen Imposter und 6 Crewmates. Ich bin besoffen. Das ist meine Dings. Und das heißt, meine Steuerung ist umgekehrt. Das heißt, ich laufe quasi gerade verkehrt rum. Yo, Gambus Flash! Es gibt aber 2 Rollen, die nur Crewmates haben können. Also die sind sicher. Problem ist, das sind welche, die sieht man nicht. Das ist nämlich einmal die Taschenlampe. Das ist eine Crewmate-Rolle, die kann nur ein Crewmate haben. Und einmal die Sophia. Die ist so lahm. Und einmal der Kranke, der Erkältete, der hat, wenn du... Ja, das erkläre ich dann alles, wenn es soweit ist. Warum? Warum tust du das, Selina? Ich war gerade auf dem Scanner. Weil Gammo mir hinterhergelaufen ist und der ist mega schnell. Der wollte mit seinen dreckigen Fingern mein Blut an seinen Händen Nein, haben. Nein, nein! Das stimmt. Natürlich gerotet. Ich bin einfach so schnell. Elina, sagst du also damit, dass Gambo dir... Ich bin noch nicht... heftige Imposter-Vibes gibt? Nee, ich wollte eigentlich nur meine Attacke ausprobieren. Ihr habt den mobilen Knopf und hat mich Oha, als Oha, aber Elina, jetzt ist dein Perk voll sinnlos. Ja. Aber ich wollte nicht sterben. Danke nochmal, Elina. Da machen wir einen Skipper. Da machen wir einen Skipperheimer. Da machen wir einen Skipper. Ja, alle sagen, es ist Skipper und am Ende fliege ich wieder. Boah, ich würde so lachen, das wäre so lustig. Oh, das wäre so, das wäre so lustig. Oh, hallo. Das war Junge. Microphone activated. Lisa lag in Electrical. Lisa ist tot, nein. Gambo jetzt wirklich. Nee, warte, pass auf, ich habe eine krasse Theorie. Wir haben ja nur Och, einen. Elina. Wir haben ja nur einen Imposter, ne? Ja. Ne? Ja, jetzt sagst du, ja, die weiß, es ist immer jeder Zweite, der einen Safe-Report macht. Nein, ich will was ganz Normales sagen. Ah, okay, sorry, da nehme ich alles zurück. Haben wir jetzt nur einen Imposter, oder? Ja. Aber ja, jeder hat eine Eigenschaft. Dann kann es ja Gambo nicht sein, weil der Imposter hat in der letzten Runde einfach Gambo gewählt. Obwohl eigentlich der Rest wahrscheinlich geskippt hat. Genau. Okay. Das ist tatsächlich sehr klug. Gambo hat sich einfach self-reported. Nein. Gambo hat es in dem Bein, nicht im Kopf. Haben wir ja gesehen. Hä? Nee, das ist sehr klug tatsächlich von Elina. Gambo ist raus. Danke, Elina. Er ist raus, also wollten wir alle Gambo. Ja, da sind sie wieder weg, die Imposter-Vibes. Ich nehme meinen. Wo ist denn Lisa gestorben? Electrical. Hat er gesagt. Ach so. Rieche ich da etwa einen? Self-Report? Jetzt geht wieder dieses random Vote Calling raus. Ich hab Ben ganz recht gesehen. Ja, weil Elina, das wäre so ein ganz typischer Elina-Move, das jetzt aufzubringen. Das musst du zugeben, Elina. Ja, aber... Ja, eben siehst du. Aber ich kenne die Lieder halt. Aber ich habe das jetzt gerade nicht gemacht. Nee, hast du auch nicht. Ich habe gerade gesagt, leid, dass du rechts warst. Ich habe dich bei Navigation so ein bisschen gesehen. Sophia hat mich auch gesehen. Yep. Ja, dann hast du nicht das Richtige gedingst. Alter, wer hat einfach Sophia gewotet, fühle ich. Das ist ja, da bist du richtig am Arsch. Als Imposter und als Giant. Da läufst du einen Kamm schnell. Da bist du ja komplett am Arsch. Ich an Aufgaben hinkomme. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich komplett modern. Ja, es leben noch arsch viele, noch 5 Stück. Wir haben aber das Glück, dass Sophia wahrscheinlich die Task nur schwer hinbekommt. Einer ist in den Camps, den könnten wir natürlich Ripperoni Pepperoni. Wollen wir einfach mal auf Risiko jetzt hier, das macht mir eigentlich nie. Ja komm, was soll's. Nein, das ist falsch. Das war eigentlich nichts, was ich machen wollte. Moin, Sophia. Oh, jetzt haben Sophia und Logo mich gesehen. Ah, jetzt muss ich hoffen, dass die... Aber ich muss. Ich habe Zeitdruck. Da rennt die Lina rum. Jetzt laufe ich zurück. Jetzt hat Laura mich gesehen. Das ist auch zweiter die Kuh. Laura hat mich jetzt gesehen, wie ich weggelaufen bin. Und jetzt rippe ich einfach Gambo Mambo. Gehe jetzt hier rein.
Wie langsam sie ist, Alter. No, man. Sophia, wie spielt sich so? Das ist richtig scheiße. Ich komme kaum vom Blink. Hast du noch viele Tasks? Ich glaube noch zwei, so wie ich das gesehen habe. Okay. Aber Gumbo lag jetzt gerade in Security tatsächlich. Bei den Kameras tot. Kann sein, dass der schon ewig da lag, weil der stand ja die ganze Zeit da. Und die Cams waren nicht rot auf jeden Fall. Ich war halt die ganze Zeit mit Lou tatsächlich auf der rechten Seite. Ich hab alle meine Tasks fertig und renn die ganze Zeit um Sophie rum. Und ich auch, ich hab's gesehen, ich auch. Weil ich einfach 10-mal schneller bin. Scheiße. Aber hast du irgendeinen Vorteil dadurch oder bist du einfach nur langsam? Weil ich hätte ja zwei Hits aus. Man sieht das wäre krank, wenn sie zwei Hits aushalten würde. Aber nein, das ist ja. Aber ich glaube, man sieht sie dadurch besser. Also wenn jetzt irgendwo an der Ecke jemand gekillt wird, dann würde sofort rausstechen, dass sie stirbt. So, weißt du? Sagen, Sophia gibt mir Imposter. Hört Spaß. Keine Ahnung. Naja, es können ja eigentlich. Und wo ist Elina gestorben? Oder Laura sein. Elina habe ich nicht gesehen. Jeder hier kann es sein. Außer nein. Sophia, weil die ist ja zu lahm. Sophia kann es nicht sein. Und jetzt die ganze Zeit, seit der letzten Runde, bin ich nur Sophia hinterhergerannt und bin die ganze Zeit im Kreis um sie rumgeeilt. Ja, aber gut, aber wir haben ja gerade schon festgestellt, dass der Gumbo-Kill vermutlich schon ewig her ist. Nee, also ewig ist er nicht her, weil seit Anfang der Runde, also quasi, weil wenn er ja schon vorher vor dem letzten Meeting gestorben wäre, wäre seine Leiche ja gar nicht da. So, so lange ist er ja gar nicht her. Ja, aber die Runde gerade ging ja extrem lang. Die Runde ging, glaube ich, 4 Minuten gerade oder so. Also nochmal kurz, ich habe unten O2 gefixt, Ben hat es oben gefixt, ich aber hab's oben gefixt, halt so. Auch... Erst als ich ankam. Also es könnte auch so ein ich warte, ja, bis jemand kommt sein. Nein. Ich habe das, du musst ja überlegen, ich muss ja die Zahlen eingeben schon. Ich habe die unten eingegeben und bin bis nach oben gerannt in der Zeit. Ja, das habe ich gesehen. Das kann ich bezeugen. Ich bin gerade mit Sophia in den Raum reingerannt, da kamst du uns entgegen und ich wollte ich habe sie so schnell eingegeben, wie es ging halt. Und habe gewartet, bis Sophia eindreht. Skipper. Logo merke ich mir. Laura merke ich mir auch. Nee, ich habe geskippt. Okay, merke ich mir doch nicht. Sophia! Nur weil du groß bist, darfst du dir nicht alles erlauben. Das Ding ist, Logo ist safe. Das heißt, wir müssen Logo killen. Hier rennt Sophia rum, das ist egal. Jetzt müssen wir irgendwie hoffen, dass Logo... Ah, Laura nicht gut. Wir müssen Logo rippen. Okay, Laura rennt dahin. Das heißt, wir rennen hier hin. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kill... Och Mann, ey, Sophia! Ja. Du hast es geschafft. Ja, ich habe gerade noch Logo gerippt. Das wäre der Win. Das wäre der Win gewesen. Also vielleicht, aber es sah gut aus. Mann, ich hätte endlich mal als Imposter gewonnen, ey. Das Problem ist, für mich rüberzulaufen, hätte sich halt gar nicht gelohnt. Dann ja, ich weiß. Ich musste euch ja irgendwie, ich musste euch auseinanderbringen, weil Logo war ja komplett safe. Deswegen dachte ich mir, ich sabotiere dort. Und ich habe gewartet, bis du ganz links warst, damit es für dich nicht mehr lohnt, zurückzulaufen. Ab dann, aber alles für den Arsch, ey. Gebrochen. Ich bin Flash. Oh, das ist cool. Passt auf. Ich bin Flash. Ich bin doppelt so schnell. Das ist das, was gerade Gumbo hatte. Oh, ich bin so gewohnt, die Tasten falsch zu drücken. Ach, Logo ist der Fetti. Ich bin so gewohnt, die Tasten falsch zu drücken, dass ich mich erstmal wieder dran gewöhnen muss. Das kann ich wieder normal spielen. Logo, wir hatten einen Deal. Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber ich muss es festhalten, bevor ich mich jetzt gleich hier kaputt lasse. Ja, ist das der Karma? Ja, der Karma-Strang. Aber anders mies geht es halt. Es tut mir leid, dass ich das Video einberufen musste, aber ich musste mir das gerade wirklich. Ich musste hart durchatmen, wirklich. Um mich jetzt Irgendwie gibt der mir gerade Imposter-Vibes. Nee, er will was sagen. Hey, das ist das, was ich sagen wollte. Das ja, aber ist das ist, das wäre doch, spannend. Aber was wäre denn jetzt so richtig Karma gewesen für Logo? Das heftigste Karma, was man sich ausdenken könnte. Ja, das war das heftigste Giant Karma. Giant als Giant Imposter. Das glaube ich ja nicht. Hatte ich ja schon ganz am Anfang bei der Testrunde. Aber tatsächlich habe ich gedacht, dass ich den Knopf gedrückt habe, weil ich das wahrscheinlich eine Millisekunde nach ihm gemacht habe. Wieso? Weil ich bin besoffen. Ich bin tatsächlich krank. Deswegen, das hatte ich die Runde davor als Imposter. Na, ich sag's nur, nicht, dass dann am Ende gesagt wird, Gumbo ist gegen Wand gerannt, ist übel sass. Sondern ich kann mich legit nicht, das ist zu viel für das mich. Das würde gerade bei dir auch keiner sass finden, ich sag's wie es ist. Ach, komm, Ben. Gumbo, ey. Wir skippen jetzt alle mal. Wir machen den Skipper. Ich sage, Logo ist es. Real Talk. Bum, 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 bum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Höchstens 16, 17, 18, oh Gott, wie viel sind das?
20. Ah, 20 sind es. Okay. Got it. So. Na, wir werden natürlich sehr schnell durch sein. Das ist klar. Man muss ein bisschen taktisch überlegen. Eigentlich wäre es dumm, mich zu killen, weil ich bin ja... Naja, aber ich bin auch eine Gefahr. Ich kann schnell... Also auf jeden Fall lässt man Logo leben. Das ist natürlich klar. Ne? Das ist... Das Ding ist eigentlich... Ja klar, man tötet Logo nicht, weil Logo braucht ewig zu Task. Logo kann beim Sabotieren das nicht beheben. Logo ist halt ein super Low, also ne, Giant ist ein super Low-Character, das ist natürlich klar. Also wird man den leben lassen. Aber wenn er jetzt lebt, ist das trotzdem eigentlich kein Indiz dafür, dass er Crewmate ist. Weil, oh, falsch. Junge Laura! Was ist denn jetzt gerade? Tja, Laura, so dreht sich der Spieß, ne? Hm? Warum hast du das nicht behoben gerade? Hab ich doch. Echt jetzt? Ja, ich bin immer da stehen geblieben, weil du bist davor geblieben. Und ich dachte so, hä, ja, wird rausgeschnitten. Wir machen den Skipper. Wir machen den Skipper. Was war das denn jetzt, Ben? Warum hast du nicht behoben? Ich hab behoben. Ja, reden wir mal über Gambo, richtig? Natürlich. Ja, aber da können wir auch über Lisa reden. Die stand auch da, hat ihre Tat. So genau wie ich. Wir standen beide. Hey, aber Real Talk, Laura, hast du es behoben? Bei mir behoben? Ja. Ich hab das bei mir behoben. Nee, ich hab's behoben, dann bin ich davon weggerannt und du bist da stehen geblieben. Ja, weil ich den Code einmal falsch eingegeben habe und dann nochmal neu. Du bist Ben Imposter, okay. Du standst hinter mir gestanden und hast mich behoben. So, hä? Ich hab behoben. Aber dann haben wir beide behoben. Jetzt hat ja jeder dich behoben angeblich. Nein, wir waren oben. Wir waren oben. Ja, ich weiß, aber weil Logo meinte, Lisa hat auch nicht behoben, ja, jetzt hat Sophia nicht behoben. Wir standen beide an der Taste einfach daneben. Nee, ich hab's mit Absicht behoben. Ich bin einfach nur ein bisschen langsam, aber ich hab behoben. Achso, ja, perfekt, Lisa. Wenigstens ehrlich. Ja, ich dachte, wenn Ben so schnell ist, dann kann er doch da hochrennen. Ich war aber bei Laura und hab's behoben. Oha! Oha. Aber Laura hat's ja davor schon behoben. Ja, das wusste ich ja nicht. Und dann ich kann doch auch nicht alles wissen. Das ist keines. Man muss eigentlich als Imposter einfach immer wieder Meetings einberufen, weil da muss jedes Mal Logo wieder nervig von der Mitte losrennen. Blind, Leute, ich bin Flash. Na, gar kein Problem für den Superhelden. So, wir gehen zu Electric. Guck mal, wie schnell ich bin, ne? Das ist schon krass. Guck mal, bis Lisa hier in Electric ist, habe ich die Task schon fertig. Und dann kann ich auf Jagd gehen. Oh, ich kann Logo decken. Nee, Logo killt ja eh keiner. Ich kann Logo beobachten. Ist noch keiner gestorben, ne? Ich habe das so drin mit dieser falschen Steuerung, Mann. Ich raff das hier komplett nicht gerade. Wo lag die Leiche? Im Eingang vor Edmund. Da war ich doch gerade noch. Da war ich auch. Da war ich auch gerade. Gambo war da noch im Lisa Raum. Lisa ist da raus. Mit mir hat rausgelaufen. Hast du nicht eben schon gesasst? Ich wurde nie gesasst. Ich laufe ständig gegen Wände. Also meine Theorie, jedes zweite Mal. Ich habe auch self-reported in meiner Runde. Ja, also das Ding ist, ich bin in den Raum ganz langsam rein, habe da erstmal die Wires gemacht, bin dann zu dieser Kartenaufgabe gerannt und als ich raus bin, stand Gambo, glaube ich, noch im Raum drin. Also ich stand da auch drin. Lisa und ich sind auf jeden Fall davor zusammen raus und sie ist Richtung Electrical. Sie könnte natürlich wieder umdrehen, dann hätte aber Logo sie sehen müssen. Also ich bin Richtung Cafeteria hochgerannt. Wollte da meine Task ganz oben links, hier, das ist, glaube ich, Wires. Ich blieb da drin, ich kann es kurz erklären. Ich bin da drin geblieben, da war noch jemand außer Sophia. Ich bin raus, wollte eigentlich auch nach oben mit Logo nach Cafeteria, hab die Steuerung verkackt, bin aber nach unten gelaufen. Bin dann wieder nach oben gelaufen, konnte beim Vorbeigehen in den Eingang reinlunzen und da lag sie tot. Ja, ich muss ehrlich sagen, folgende Überlegung von mir. Wir haben ja einen niedrigen Kill-Cooldown, weil wir nur einen Imposter haben und die Runde geht schon relativ lang und es ist nur ein Kill passiert, das mich zu meinem ursprünglichen Sass zurückführt, das Logos nämlich ist. Also ich dachte, du bringst Laura. Dachte ich auch. Nein. Ganz am Anfang habe ich doch Logo gesasst, weil er so meinte, es könnte nicht schlimmer Karma sein. Achso. Naja, nee, ich könnte hätte Gambo dann 10-mal wegklatschen können, weil Gambo stand ja mit mir am Ende da noch ewig in diesem Raum drin, wenn ich den Card-Swipe gemacht habe. Oh, ich weiß doch auch nicht. Für mich sind's Gambo, Laura und Logo. Alles klar. Und du bist weg. Tschüss. Ich mache einen Skip. Oh, guck mal, wie ausgelegt. Jetzt passiert. Elina und ich haben gleich influenced. Ich habe gar nichts gemacht. Achso, nee, wer hat Dings gedingst? Ach, ist auch egal. Ach, ich habe nur einfach gehypt. Ich war schon dabei. Ich bin Bruno und ich bin der Digga. Ich habe irgendwie Bock, Logo. Warte mal, ey. Wie wär's denn, wir einfach Logo. Mann, ich hab das mit der Steuerung so. Seht ihr, dass ich über die falsche Richtung laufe? Ich hab das mit Logo eigentlich Real Talk drin. Ich renn Logo die ganze Zeit hinterher. Aber dann könnte er mich natürlich killen. Aber dann hab ich wieder falsch.
Junge, der ist gar nicht so langsam. Hä, wo ist denn der hin? Ist der gewendet? Das ist so ein geiles Perk. Ich wollte Rolle sagen, aber so ein geiles Perk. Okay, das ist eine sehr schnelle Task. Okay. Ich dachte jetzt, der denkt, das ist Kabel oder so. Aber nee, das hat alles drauf da. So, Mitte. Hey, Laura habe ich doch gerade noch gesehen. Ja. Wo liegt die Leiche? Bei, im Flur, bei, zwischen Reaktor und Security. Ja, genau da habe ich es auch gesehen. Und dich habe ich da auch gesehen. Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen. Weil ja, moin! Wir sind umgedreht. Ja, ich kann's, Elina hat diese Task, also Elina hat Main Reactor gemacht und dann oben dieses Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und als ich aus Reaktor raus bin, hat sie diese Task noch gemacht und Laura ist so in der Mitte so rumgelaufen, hat so ein bisschen geguckt. Da wollte wahrscheinlich irgendwie gucken, ob einer gekillt wurde oder so. Und dann bin ich nach unten zu Logo und bin ihm die ganze Zeit hinterher. Ja, was mich aber zu der Überlegung bringt, dass es Logo leider nicht sein kann. Ja, weil ich bin von Lower Engine langsam in Electrical gestapst. Da bist gerade aus Lower Engine, hast dich von mir gelöst. Da bin ich Richtung Electrical und von Electrical ja, ist ja okay. Admin und du hast mich währenddessen dreimal gesehen. Das heißt, ich bin nicht das! Au! Wo war denn Gambo? War, als letztes war ich in Electrical, davor war ich auch in Electrical, hab Logo gesehen. Ich weiß nicht. Nein, warte, weil ich denke, während ich hatte in Electrical drei Tasks und als ich bei der zweiten war, wurde irgendwas ausgelöst, wo ich Richtung Reactor war. Da bin ich an Logo, denke ich, vorbeigerannt, bin dann wieder zurück und war, als jetzt emergencyed wurde, auch in Electrical. Aber lass doch mal logisch da überleben. Ben, da waren doch Ben und ich gerade drinne. Ich habe dich nur vielleicht kurz gesehen. Es kann also schon sein, dass du in Killreichweite warst, um da zu laufen. Naja, er kann da ja hinwenden. Ja, und er könnte man, auch hinwenden. Also, warte, wo hinwenden? Ja, zu Security. Vor Security wieder zurück. Also das schon saß. Ich bin aufhören. Ja, ich brauche noch ein oder zwei, weil ich habe viel Zeit damit verbracht. Ich brauche noch zwei. Wenn nicht, machen wir Mega-Brain, ihr votet mich. Und dann bin ich im Geistmodus schneller. Ich weiß nicht, ob man im Geistmodus schneller. Wenn man im Geistmodus genauso langsam ist, dann neulich. Aber oh ja, eigentlich kluge Taktik. Scheiße, ich hab schon geskippt. Na, schade. Elina, mit meinem Skipper habe ich dich gerettet. Ja, Ehre. Danke, Ben. Danke, ich habe Bosser gerettet. Perfekt. Microphone muted. Ich bin wirklich. Hey, guck mal, ich jetzt Logo gerade gewählt. Ich habe kurz überlegt, Logo zu voten, deswegen, damit der schneller die Task machen kann. Dann wäre Elina weg gewesen. Ne? Aber gut, vielleicht ist es Elina auch. Wir werden es gleich herausfinden. Ich sag Gambo oder Elina. Aber Elina war da schon in der Nähe. Es wird schon Sinn machen, wenn es Elina ist. Ich sag's Jesus. Ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt einfach... Oh nein, Elina rennt hinterher. Oh nein. Ich verstecke mich. Elina sieht mich ja nicht. Hier. Oh nein. Die Schweinebacke, ey. Er ist es. Boah, da war ja mein Boot. Ah. Tja, Gambo, steck dir dein Kill sonst wohin. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und dann bis morgen, euer Benson. Ciao.